Wenn der über 70-Jährige, über 3 Zentner schwere Ex-Manager von Bayer Leverkusen, Rainer Kallmund, wie am vergangenen Freitag, 18. Januar 2019, in der ZDF-Sendung von Michael Kessler vor den Bildern seines Lebens steht, dann sieht man die Sentimentalität, die Emotionalität, die Dankbarkeit über das, was er erleben durfte, dass er 70 Jahre alt werden durfte, mit 3 Zentner keine Selbstverständlichkeit, aber auch ein bisschen die Traurigkeit, dass es bald zu Ende ist. Er hat noch eine kleine Tochter mit 10 Jahren, die er gerne noch länger begleiten würde, gerne noch die Volljährigkeit dieses Kindes erleben würde. Und so ähnlich sind unsere Gefühle, wenn wir den jungen Franz Beckenbauer in unseren Köpfen von 1966 mit 20 Jahren im Finale in Wembley oder beim Jahrhundertspiel 1970 in Mexiko, den jungen Beckenbauer und den jungen Uwe Seeler, und es jetzt vergleichen mit dem 81-jährigen Uwe Seeler und 73-jährigen Franz Beckenbauer. Und dann wissen wir und sehen wir, Menschenskinder, die Zeit ist sehr begrenzt, denen noch zur Verfügung steht. Und die Vergänglichkeit des Lebens sieht man. Und so ist es beim Klassentreffen auch, wenn wir nach 40, 50, 60 Jahren die Überlebenden unserer früheren Schulklasse sehen bei einem Klassentreffen. Und deswegen, weil mich das emotional in diese Richtung motiviert hat, habe ich dieses Video auf 15 Minuten zusammengeschnitten. Oh, wenn du ein richtiges Arbeitsdorf hier, kann man ja Fußball spielen, ist ja wie eine Turnhalle hier. Hallo Kalli. Hallo Michael. Mensch, wohnst du hier? Ja, ich trage immer ein paar Sachen zusammen über meine Gäste und deren Leben. Hast du Lust, dir das mal anzuschauen? Ja, ich bin neugierig. Ja? Bin heiß. Guck mal da drüben. Oh. Ist nicht viel, ne? Doch. Michael? Ja? Krieg ich Emotionen? Da darf ich ja nicht gar nicht so. Wieso? Ja, ihr rast ein Stück Leben schneller vorbei, wie du dir das vorstellen kannst. Warum sagst du das jetzt? Was so ist. Von allem was dabei, ne? Ja. Auch Krisen, so wie das Leben ist. Gibt nicht immer Sonnenschein. Wer das sagt, der lügt. Und jeder macht Fehler. Wer keine hat, der hat nicht gelebt. Aber los ging's ja hier, ne? Das bist du. Ja. Mit der Mama. Ja. Da bist du wahrscheinlich so, naja, 2? Ja. Etwa, ne? Hast du auch das Bild, wo ich als Hungerhaken sitzen? Ne, du warst schmal, das sieht man da ja hier auch. Da warst du ein schmaler Junge hier, ne? Ja, hier auch, ne? Hier auch. Hattest du denn dann eine besonders enge Beziehung zu deiner Mama, dadurch, dass der Papa... Ja, klar. Ganz ...in die Fremdenlegion ging? Mama und Opa. Mhm. Eigentlich war der Opa der Hauptmatador. Das ist auch ein interessantes Bild. Was hast du denn da an? Da hast du so einen weißen Anzug an? Ja, der weiße Anzug war das, weil ich das noch mitgekriegt habe von meinem Vater. So, das war zwar kein weißer Anzug, aber helle Aussie-Anzug der Fremdenlegion. Stehst du, dann wurde ich auch so einen weißen Anzug. Dass die Mutter das realisiert hat, wo der Brotkorb ganz hoch hing, das wollten sie. War das denn eine glückliche Kindheit, die du hattest? Ja, ich hatte eine glückliche Kindheit, wo ich riesige Nackenschläge wegstecken musste, wenn ich das so mit Abstand sehe. Mein Vater ist in der Fremdenlegion ums Leben gekommen, wo ich 6 Jahre alt war. Und meine Größen waren hier mein Opa Kallmund und die Oma. Man sieht, der war im Kirchenvorstand. Da gab es auch nur einmal Fleisch, und zwar sonntags ein Kotelett, da roch ich da die Röstaromen, die Oma mir gemacht.
Das war mein Ein und Alles. Mit dem bin ich durch die ganze Ortschaft gerannt. So mit 5 Jahre, der erblindete dann, gab es nur ein Auto. Das hatte der Dorfarzt, also es war ungefährlich. Und ich habe so quatschen gelernt, weil ich dem bis zum 6. oder vielleicht 7. Lebensjahr alles übersetzen musste. Wie ist der Himmel, war das an seinem Arbeitsplatz und konnte das nicht mehr so erkennen. Dann sind die innerhalb von 3 Tagen verstorben. Aber das heißt, das ist in deiner frühen Kindheit, sind schon ganz entscheidende Menschen. Ja. Aber der hat mir so viel Liebe geschenkt. Ist meine Mutter, mein Stiefvater Jupp und die Stiefgroßeltern. Der ist dann nahtlos hier reinmarschiert in die Rolle von meinem eigentlichen Opa. Ja, hier haben ganze Kinder, bis auf meine jüngere Tochter, hier haben wir geheiratet. Meine Frau hat damals gesagt, komm, wir machen direkt eine Hochzeitsreise im Dutzend. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5 Kinder. Mit 2 sind 7. Jetzt musst du noch sagen, die Enkelkinder kamen noch mit. Mhm. Und dann die Schwiegersöhne auch noch, da waren wir zu 12. Hochzeitsreise im Dutzend. Damit hat meine Frau auch direkt ein Signal gesetzt. So, ich sehe die Familie positiv. Dein Papa war weg, du hattest einen Stiefpapa. Jetzt warst du als Papa ja aber auch wahnsinnig viel weg, oder? Ja, ja. Aber wolltest du es nicht besser machen als dein Papa? Ich wollte es besser machen, aber ich habe auch mal hoch, die Kinder, denen ging es gut, der Familie ging es gut, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ohne Malochen hätten wir nicht diesen Standard gehabt, das muss man auch klar sagen. Und vielleicht ein bisschen weniger Standard, ein bisschen mehr Familie wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Hallo, Kali. Hallo, Kali. Ja, toll. Ich erkenne mich. So sehen wir aus, ne? Weil ich ein lieber Kerl. Ja. Was das auf dem Herzen? Was willst du wissen? Hättest du dir vorstellen können, einen normalen, geregelten Beruf mit normalem Familienleben nachzugehen? Nee. Ich brauch Rambazamba. Ich brauch Adrenalin. Ich brauch auch Publikum. Aufmerksamkeit. Ich bin ja ein echter Kumpeltyp. Und habe das Herz am rechten Fleck. Aber ich bin auch ein Typ, der nicht verlieren kann. Meine Devise lautet auch, den anderen von der Platte putzen. Ja, und wenn du zu Hause den Müll nicht rausbringst und auch den Rasen nicht mähst, dann bist du auch nicht wirklich ein Familienmensch. Ich habe immer gesagt, der Garten gehört zur Familie, zur Hausarbeit. Ja. Was wärst du ohne Fußball geworden? Ich hatte schon als Junge eine große Klappe. Mich kannst du überall hinstellen, ich verkauf dir alles, auch das, was du nicht brauchst. Aber Fußball, das ist mein Leben. Das ist meine Leidenschaft, meine Passion. Da wollte ich dabei sein. Wenn nicht auf dem Platz, dann wenigstens dahinter. Naja, das hab ich gemacht. Fußball ist das Allergrößte, was wir haben in unserem Land. Guck mich an. Ja, ich sehe. Das Allergrößte und ich, das passt ja gut zusammen. Ball verschluckt, auf Kopfverleger, natürlich. Ja. Du kündigst schon seit Jahren an, dein Leben zu entschleunigen.
Woher nimmst du in deinem Alter die Power, so im roten Bereich zu drehen? Ich bin ein klassischer Workaholic. Ich tue alles, um nicht zur Ruhe zu kommen. Ich führe am Tag 1000 Telefonate. Den Rudi Völler, den habe ich mal angerufen, um ihm zu sagen, dass ich ihn gleich anrufen werde. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Als Workaholic, ja, drehst du im roten Bereich, damit du nicht über dich nachdenken musst. Aber so geht das nicht im Leben. Du kannst nicht immer alles nur verdrängen. Ich höre meine Gedanken, die ich manchmal noch in aller Ruhe auch schon mal was zusammen, und das gibt's auch. Mhm. Ganz wichtige Frage, jetzt bin ich gespannt. Wieso klappt mit Silvia, was mit den Frauen vorher nicht geklappt hat? Meine Frau, die Silvia, kommt ja auch aus dem Fußball. Ich sag immer, die riecht auch nach Leder. Und deswegen versteht die mich auch wahrscheinlich besser. Sie organisiert mein ganzes Leben. Ich bin froh und dankbar, dass ich sie habe. Natürlich auch mein Töchterchen, meine kleine Prinzessin, bin ich froh. Aber gerade deshalb hat meine Familie viele, viele, viele Kilos weniger verdient. Weil ich ja auch eine große Verantwortung für sie habe. Wie stellst du dir deinen Lebensabend vor? Ich sag immer, ich möchte 90 Jahre werden. Wie die 90 Minuten im Fußball. Aber in diesem Spiel fordere ich das Schicksal gewaltig heraus. Und ich hoffe natürlich, dass ich noch ein paar Nachspielminuten habe. Aber das weiß ich natürlich nicht. Ich will ja immer alles kontrollieren. Aber das kann ich nicht kontrollieren. Und ich sag dir noch was, Galli. Von jedem Spieler auf dem Platz verlange mir, dass der was tut. Dass der trainiert, dass der seine Fehler ausmerzt. Und wir machen ja nichts. Wir lassen das geschehen. Hast du recht, Kali. Und das ist so gefährlich. Großer Fehler, ich weiß es. Bescheuert. Eben war ich ganz schockiert, aber jetzt bist du mal richtig sympathisch geworden mit dem Bauch. Keine Ausflüchte jetzt. Ja, nicht das, ne? Ja. Wunderbar. Du bist mir auch sympathisch. Es war schon sehr emotional. War das einfach gigantisch perfekt gelungen, ist aus meiner Sicht. Dass einer in der kurzen Zeit so mehr reingeklettert ist, war schon unglaublich, ne?